hatten zuvor vereinbart, dass wir nunmehr die beiden Tagesordnungspunkte 10 und 11 behandeln, die wir gemeinsam beraten und dann zweckmäßigerweise in der Reihenfolge 11 und 10 abstimmen werden. Und es sind hierzu zwei Rederechte gewährt worden. Die Vorlagen selber gehen auf Vorlagen der Verwaltung zurück, insofern keine Einbringung durch Antragsteller als solches. Ich darf damit mit den Rederechten beginnen und zunächst Herrn Mittag bitten, nach vorne zu kommen. Herr Mittag, seien Sie uns herzlich willkommen an dieser Stelle. Ich glaube, Sie kennen das Prozedere hier im Stadtrat inzwischen gut. Für die nächsten 5 Minuten ist das Mikrofon Ihres. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Recht herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte. Fernsehturm Dresden, seit vielen Jahren ein Thema, ein Dauerbrenner, würde ich sagen. Was bewegt uns dazu, das immer wieder zu machen? Letztendlich sind es 50.000 Dresdner, die sich eine Wiedereröffnung des Fernsehturmes wünschen. Und das haben wir seit 2004 als Verein begleitet. Dazu gab es Unterschriftensammlungen, die sind Frau Bürgermeisterin Oros übergeben worden. Da gab es Petitionen, die haben wir an Herrn Hilbert übergeben, an unseren Ministerpräsidenten Herrn Tillich und danach auch an unseren Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer. Seit 2008 bis jetzt gab es zahlreiche Umfragen in den unterschiedlichsten Medien, die immer eine Mehrheit der Bevölkerung für eine Zustimmung zum Turm ergeben haben. Der Verein hat letztendlich versucht, mit einem Exposé umfassende Lösungsvorschläge zu erarbeiten und so die Entscheidungen letztendlich mit zu untermauern, dass es sinnvoll ist, den Fernsehturm wieder für die Bürger von Dresden und deren Besucher zu eröffnen und zu bewirtschaften. Dazu gab es eine Machbarkeitsstudie, eine Betreiberstudie, die letztendlich von der Stadt auf Basis des vom Verein vorgelegten Exposés vorbereitet worden sind. Da, wo es natürlich ein Für gibt, gibt es auch ein Wider. So konnte das vorgelegte Verkehrskonzept nicht die volle Zustimmung finden im Kulturpalast. Es sind dort zwingende Nacharbeiten notwendig, denn man sollte schon die Bürger, die dort am Turm wohnen, auch mit einbeziehen in die Arbeit. Man sollte mit ihnen reden. Das wurde gemacht in vielen Fällen, aber es ist wahrscheinlich nicht bis zum Schluss durchgedrungen, dass es jetzt erst in letzter Zeit dort Widerstand gibt durch die Anwohner. Da muss man sicherlich auch als Politiker durch, da müssen die Stadträte durch. Aber wir als Verein haben versucht, seit 2004 mit Herrn Beer, mit Frau Günther und jetzt mit ihren Nachfolgern immer auch auf Seiten der Bürger zu sein, um den Fernsehturm letztendlich für alle interessant zu machen. Denn damit haben früher Leute Geld verdient und nicht bloß einzelne Unternehmer, sondern auch die Leute, die dort oben gewohnt haben, sind dort in vielen Fällen auch beschäftigt gewesen. Ich möchte mich hier für die bisherige Arbeit der einzelnen Fraktionen bedanken, dass das immer mal wieder hoch und runter ging, dass es mal Zustimmung gab, mal Ablehnung, dass es Fraktionszwänge gab. Aber ich muss sagen, die ganzen Jahre über gab es immer letztendlich darauf, ihn auch nutzen zu können und öffentlich nutzen zu können. Eigentum verpflichtet, auch wenn er jetzt mit dem Einigungsvertrag Eigentum der Telekom geworden ist, aber der Bund ist auch zu 25% Eigner der Telekom. Wir haben versucht, umfassende Lösungsansätze zu bieten. Architekturstudenten haben Entwürfe gemacht, Verkehrsplaner haben uns unterstützt als Verein, dass man dort eine Lösung findet. Dass es nicht alles umgesetzt werden konnte, auch in der Kürze der Zeit, ist sicherlich auch mit dem jetzigen Verkehrsplanungsamt
Infrastruktur zu ändern. Das sollte man versuchen, möglichst schnell nachzuholen. Ich kann nur an Sie als Abgeordnete, als unsere gewählte Stadträte appellieren, dem Fernsehturmprojekt zuzustimmen und gemeinsam nach einer Lösung für alle Interessen zu suchen. Nehmen wir uns auch ein Beispiel in der Schweiz, in Österreich oder in anderen Ländern. Da gibt es Seilbahnen in Naturschutzgebieten. Wir fahren dort gerne hin, machen dort gerne Urlaub. Warum sollten wir nicht auch in Dresden solche Möglichkeiten haben? Auch wenn es vielen Leuten vielleicht nicht passt, andere Länder machen uns das vor und die haben nicht unbedingt größere finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Solche Sachen werden immer wieder kommen. Corona ist eine Ausnahmesituation für alle. Aber wir sollten nicht deshalb Projekte, die seit vielen Jahren laufen und jetzt zu einem Abschluss gebracht werden könnten, einfach ignorieren und fallen lassen. Ich bedanke mich, würde mich sehr freuen, wenn Sie da dem Beschluss zustimmen würden und wir insgesamt gemeinsam weitermachen können. Danke. Vielen Dank, Herr Mittag. Wir haben ein weiteres Rederecht bestätigt und ich darf Herrn Joos nach vorne bitten. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich möchte mich zuerst mal bei Ihnen bedanken, dass auch wir als Bürgerinitiative Fernsehturm Dresden, wir sind im Prinzip ein bisschen das Korrektiv zum Fernsehturmverein, ja, dass auch wir hier das Rederecht haben und Ihnen unsere Sicht auf den Fernsehturm Ihnen mal ein bisschen erklären können. Wie schon gesagt, wir bestehen aus rund 900 Mitgliedern, haben uns 2019 gegründet und aus das Projekt Fernsehturm äußerst kritisch sehen. Und ein paar Sachen, das soll ja ganz speziell hier bei meiner Rede jetzt hier auch um das Verkehrskonzept gehen, ist also Folgendes passiert, in der Vorlage konnten Sie es auch sehen, dass eine Einwohnerversammlung von Oberbürgermeister Hilbert und den anderen aus der Verwaltung vorgestellte Verkehrskonzept im Mai hat inzwischen eine Fortentwicklung erfahren zu einem neuen Verkehrskonzept, wie es dann eben jetzt im Oktober vorliegt, der Version. Und was bemerkenswert ist, dass da neben inhaltlichen Veränderungen es schon mal innerhalb der 5 Monate zu einer Kostensteigerung zu extrapolieren, wie das denn aussehen würde, wenn man von einer Eröffnung des Fernsehturms, sagen wir mal, im Januar 2025 ausgeht. Und wenn man das so hoch extrapoliert, dann kommt man da auf über 84 Millionen Euro. Das mag vielleicht jetzt so in seiner Kostensteigerung nicht ganz richtig sein, aber wir kennen das ja von anderen Großprojekten in ganz Deutschland. Ich habe hier nur ein paar Beispiele, Stuttgart 21 oder der Berliner Flughafen. Wie Sie alle wissen, solche Projekte in dieser Größenordnung haben, kennen eigentlich nur eine Tendenz, wenn es um Kosten geht, das Ganze wird immer teurer. So. Was will ich Ihnen damit sagen in der Vorlage, der Ihnen vorliegenden Beschlussvorlage? Bald im Dresdner Außenpreisen Haushalt beglichen werden müssen, nämlich für einen Shuttlebus, der als Zubringerbus zum Dresdner Fernsehturm dienen soll, in Höhe von 860.000 Euro pro Jahr. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Fernsehturm doch mindestens 20 Jahre lang betrieben und bewirtschaftet werden soll und eine gewisse Kostensteigerung hiermit voraussetzt, dann sind wir also auch noch mal bei 20 Millionen, die dort reinfließen werden, nur zum Betrieb des Fernsehturms. So, was will ich Ihnen damit sagen? Natürlich, die Wiedereröffnung des Fernsehturms wird Geld kosten, und zwar viel Geld, ja. Das heißt, wir haben zum einen natürlich für das Verkehrs- und Mobilitätskonzept 47 Millionen.
Wenn man also das hat, dann kann man sich überlegen, wo kommt, nimmt man das ganze Geld her. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht natürlich aus der Ausgabenseite zum Beispiel Dinge zu reduzieren. Ich sage mal, Königsbrücker Straße, Stauffenbergallee, die mal saniert werden sollte. Oder wie erst kürzlich in einem schönen Bürgerprozess natürlich auch, hat sich eine Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner für das Sachsenbad, für die Revitalisierung als Bad ausgesprochen. Das ist natürlich teuer, das kostet 34 Millionen Euro, aber das ist ein Bürgerwunsch. Ja? Das blaue Wunder, das ist nicht da, der Herr Kühn, Baubürgermeister, hat erst vor kurzem auch erklärt, das ist sanierungsbedürftig, kostet. Nun, also das alles ist ja teuer und dafür muss man vielleicht das eine oder andere Projekt fallen lassen. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man das den Dresdnerinnen und Dresdnern und sowas dann eben auch sagt. So, was kann man ansonsten machen? Natürlich kann man auch versuchen, auf der Einnahmenseite hier dann was zu optimieren. Parkgebührenerhöhung wurde erst im letzten Stadtrat hier beschlossen. Das betrifft auch alle Dresdnerinnen und Dresdner. Kita-Gebühren, Müllgebühren und vielleicht in Zukunft auch noch andere Gebühren, die hier erhöht werden sollen. Gut. Was auch noch sehr interessant ist in dieser Vorlage, die Ihnen vorliegt, wird von einer Verbesserung der Gebietserschließung der Ortsteile Bühlau, Gönsdorf, Wachwitz und Papris gesprochen. Auf der anderen Seite muss man in dieser Vorlage auf Seite 8 oben nachlesen, dass leider aufgrund der zeitlichen Dauer und nicht veränderbaren Verfahrensschritte bis hin zu einer Umsetzung, sowie aus Gründen fehlender Investitionsmittel, diese Maßnahmen eigentlich bis zur Wiedereröffnung des Fernsehturms gar nicht umgesetzt werden können. Ja? Also das ist sehr traurig. Und führt schlussendlich dazu, dass für die ganzen Hochländer natürlich leider die Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen überhaupt gar nicht kommen werden, die man da verspricht. Gut, also ich muss jetzt hier, meine Zeit ist jetzt, glaube ich, gleich zu Ende, deswegen komme ich nur noch zu einem schönen Schmankerl, ich gehe mal ganz schnell. Was das ist. Die Mischverkehrsfläche, ich zeige es nochmal anhand von ein paar Bildern. Das ist also hier, da soll der Bürgersteig so einfach weggebaggert werden. Das soll ebenerdig gemacht werden mit der Straße direkt am Fernsehturm. Das heißt, schlussendlich teilen sich hier später die Menschen und mit zusammen mit den Autos, den Bussen, LKWs und was da sonst noch alles unterwegs ist, eine Verkehrsfläche. Meine Damen und Herren, das ist äußerst gefährlich. Wir als Bürgerinitiative haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben das Ganze mal simuliert. Wir haben uns einen Bus besorgt und haben das Ganze mal nachgestellt. So ungefähr sieht dann diese Mischverkehrsfläche später mal aus. Meine Damen und Herren, das ist ein Todesstreifen für an der Stelle so nicht zustimmen. Meine Zeit ist zu Ende. Ich bedanke mich. Herr Joos, vielen Dank. Wir haben damit die beiden beschlossenen Rederechte gerade gehört und steigen in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt hier die FDP-Fraktion, Herr Sassow. Fernsehturms träumen und die sich wünschen, noch ein entscheidender Tag, weil wir heute einen ganz wesentlichen Schritt in diese Richtung gehen können. Wir wissen alle, dass der Fernsehturm für viele Dresdnerinnen und Dresdner, aber auch für viele, die hier im Umland leben, ein Sehnsuchtsort ist. Es ist ein herausragendes Wahrzeichen unserer Stadt und auch einer der wenigen Zeugen der sogenannten Ostmoderne und ich finde auch ein sehr gelungener architektonischer Zeitzeuge. Und es ist, das sei auch erwähnt, ein Hoffnungsträger für unseren Tourismus. Der Eberhard Mittag hat schon gesagt, viele kämpfen seit vielen, vielen Jahren darum, dass dieser unnatürliche Zustand, nämlich dass der Fernsehturm seit fast 30 Jahren geschlossen ist, dass der beendet wird. Und es gibt eine übergroße Mehrheit in dieser Stadt, die sich immer wieder auch dafür ausgesprochen hat, den Fernsehturm
zu revitalisieren. Wir haben die einmalige Chance bekommen, aufgrund des Engagements von ganz, ganz vielen. Das ging mit dem Fernsehturmverein los, aber über die Kommune, übers Land und vor allem natürlich in den Bund hinein. Das Husarenstück ist gelungen, erhebliche finanzielle Mittel an Förderung durch den Bund und auch durch das Land zu bekommen. Großes Dankeschön auch an Thomas Jörg von der SPD, der hat, glaube ich, dort einen ganz entscheidenden Anteil gehabt, aber auch die Landesregierung, ganz viele haben sich dafür eingesetzt. So weit wie bisher waren wir noch nie. Und eins ist auch ganz klar, wenn wir den Weg nicht zu Ende gehen, dann wird es den Fernsehturm für die Besucher geöffnet nicht geben. Wir müssen dranbleiben, wir müssen dieses Ziel jetzt auch verwirklichen, meine Damen und Herren. Seit Monaten diskutieren wir dieses Mobilitätskonzept und natürlich, wie es immer so ist, das haben die Fachleute auch richtig gemacht, uns wurden zunächst viele, viele Möglichkeiten und Varianten präsentiert, übrigens auch Varianten, wo alle im politischen Raum, übrigens über alle Parteien hinweg, gesagt haben, das wollen wir nicht. Es ist ganz klar, dass die Andienung des Fernsehturms nicht von der Pillnitzer Landstraße erfolgt, sondern über den Ullersdorfer Platz. Das war immer klar, aber die Möglichkeiten wurden alle aufgezeigt, wie es auch sein muss. Jetzt haben wir nach den vielen Diskussionen, aus meiner Sicht auch mit Hilfe einer guten Bürgerbeteiligung, ein Konzept vorliegen, was eine hervorragende Grundlage für die Weiterarbeit am Fernsehturm und für die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur dort ist. Wir müssen es auch machen, weil am meisten profitieren nicht nur die Freunde des Fernsehturms und die Besucher, die immer hingehen wollen, sondern natürlich die Einwohner im Schönfelder Hochland, am Elbhang, ja im gesamten Dresdner Nordosten kann man sagen, weil durch die enormen Fördermittel eines passiert, der Fernsehturm sorgt dafür, dass die Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen dort Priorität 1 werden. Alles das, was ansonsten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben würde, wird so erst möglich. Das wird nur durch den Anlass, nämlich durch den Fernsehturm möglich. Das müssen wir alle wissen. Das fängt mit dem Park-and-Ride-Platz an der Rossendorfer Straße an oder mit der Staffelsteinstraße, die jetzt im Bau ist. All diese Dinge wären dadurch möglich. Und auch das ist etwas, was für die Einwohner natürlich von einer herausragenden Bedeutung ist. Meine Damen und Herren, die Betreibersuche läuft. Sie ist auf der Zielgeraden und es scheint auch leistungsfähige Interessenten zu geben. Ich, werte Kollegen von der Bürgerinitiative, bin es nicht. Wenn Sie mir zuhören würden, Herr Joss, weil ich spreche Sie direkt an, vielleicht konzentrieren Sie sich einen Moment. Und ich habe auch nicht irgendwo meine Finger drin, wie Sie jedoch von den Dresdner Dächern, dass sich ein Konsortium Dresdner Gastronomen für den Betrieb bewirbt und gegebenenfalls schon festgelegt ist. Wir befürchten sehr, dass einer der innigsten Befürworter, Stadtrat Holger Zastrow, hier seine Hände im Spiel hat und sich die immensen Fördergelder damit in die eigenen Taschen wirtschaftet. Wir wollen Sie bitten, diesen ungeheuerlichen Verdacht klar auszuräumen, bevor es zu einem politischen Skandal kommt, der dann aber erst nach einer Zusage der Gelder öffentlich würde. Bürgerinitiative, das ist von Ihnen, sehr geehrter Herr Joss, oder von Ihren Mitstreitern. Ich kann, ich will und ich werde den Fernsehturm nicht betreiben. Ich habe auch in überhaupt nichts irgendwie meine Finger drinnen. Vielleicht muss ich mich mit Herrn Löser oder Herrn Scholbach mal unterhalten, was ich eigentlich mit solchen Vorwürfen mache. Wie die allermeisten in diesem Raum auch wissen, kümmere ich mich gerade um die Revitalisierung eines anderen Dresdner Sehnsuchtsortes.
Und ich kann Ihnen sagen, gerade in Zeiten, wo meine Branche, das Gastgewerbe und das Veranstaltungsgewerbe, das bei Ihnen keinen Respekt genießt, verstehe ich sehr wohl, gleich die schwerste, überhaupt am schwersten leidet innerhalb der Corona-Krise, bin ich mir sehr sicher, dass mich dieses Engagement ausfüllt und zwar noch für ganz, ganz lange Zeit und ganz intensiv. Das können Sie mir glauben. Ich finde es mehr als bedenklich, dass Sie als Bürgerinitiative solche Gerüchte hier verbreiten. Das ist ganz mieser und ganz verwerflicher Stil, meine Damen und Herren. Und es zeigt, wie glaubwürdig Ihr Auftreten und wie glaubwürdig Ihre Argumente sind. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Sastro. In der Fraktionsrunde Freie Wähler. Derzeit nicht Bündnis 90 Grüne. Herr Dr. Deppe, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nun ist es also soweit, wir entscheiden hier final über den Fernsehturm und wir entscheiden damit über eine Großinvestition von mindestens 50 Millionen Euro. Was soll hier passieren? Ein Turm, der mitten in einem verkehrsberuhigten, reinen Wohngebiet liegt, soll nach den hochfliegenden Plänen zum Ziel von Massentourismus werden. 17 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, wenn man über den Ullersdorfer Platz fährt, eine Stunde Fahrzeit mit Bahn und Bus. Glauben Sie wirklich, dass die Menschen nach Dresden kommen, um fernab vom Zentrum auf einen Fernsehturm zu steigen? Mit Ausnahme des Fernsehturms am Alex in Berlin haben alle Städte, die einen solchen betreiben wie Hamburg oder Stuttgart, große Probleme, dies wirtschaftlich zu tun. Und dort stehen die Türme im Stadtzentrum oder in einem Park nahe des Stadtzentrums. Glauben Sie wirklich, dass das in Dresden alles anders sein wird? Touristen kommen nach Dresden, um den Zauber des Barocks zu erleben, die Frauenkirche, den Zwinger, um die Kunstwerke in der Gemäldegalerie zu genießen, die Faszination der Semperoper oder eine Fahrt mit dem Raddampfer, nicht um auf einen Fernsehturm zu steigen. Wer die Aussicht auf die Dresdner Altstadt genießen will, kann das viel besser von der Frauenkirche tun oder vom Rathausturm, wenn er dann mal wieder geöffnet ist. Und wer den Blick auf die Elbe und in die Sächsische Schweiz erleben will, der kann dies, hören Sie mir mal zu, der kann dies wunderbar von der Agneshöhe unterhalb des Fernsehturms tun. Nun gibt es aber auch noch die Dresdner und Dresdnerinnen selber. Deren vermeintliches Begehren, auf den Fernsehturm zu steigen, scheint mir die hauptsächliche Motivation für den Fernsehturmverein, Förderverein und den OB zu sein, dieses Vorhaben so vehement voranzutreiben. Aber braucht es dazu wirklich dieses großtouristische Nutzungskonzept? Wenn erstmal alle oben waren, wird der Ansturm rasch abebben. Und was wird dann werden? Man sagt uns, das Betriebsrisiko liegt allein beim Betreiber. Und was machen wir, wenn der Risikofall eintritt und der Betreiber insolvent wird? Sperren wir dann den Fernsehturm wieder zu? Nein, dann werden die Rufe laut sein, dass doch die Stadt hier einspringen möge und die fehlenden Millionen aus dem Haushalt zuschießen solle. Und dann haben wir genau das, was angeblich niemand will. Und die Millionen fehlen beim Schulbau oder beim Radwegebau. Wenn wir jetzt die 6,4 Millionen Euro mit dem Letter of Intent freimachen, dann ist das ja nur der Anfang. Viel teurer, wir haben es eben gehört, wird die Realisierung des Verkehrskonzepts. Da sind wir dann schnell bei 40 bis 50 Millionen Euro. Nun wird immer von den sowieso Maßnahmen gesprochen, die anstünden. Nun, wir haben viele solcher sowieso Maßnahmen in der Stadt. Ich nenne nur die Stauffenbergallee oder das Blaue Wunder. 139 Millionen Euro soll die Sanierung des Blauen Wunders kosten. Keine Fördergelder sind in Sicht. Und die Stadt weiß nicht, woher sie das Geld nehmen soll. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Hier sollte das Geld investiert werden, bevor das Blaue Wunder zusammenbricht. Es ist unglaublich, dass wir mitten in der Corona-Pandemie mit klammen Kassen
und Finanzierungslücken an allen Ecken und Enden ein kostspieliges Luxusprojekt wie die Fernsehturmsanierung uns leisten wollen. Erklären Sie das mal Eltern, die dringend auf die Sanierung der Schule ihrer Kinder warten. Wenn es der dringende Wunsch von Dresdnerinnen ist und Dresdnern einmal die Welt vom Fernsehturm auszusehen, dann gibt es dazu andere Wege. Schon jetzt werden gelegentlich kleine Gruppen auf den Fernsehturm geführt. Warum soll das nicht ausbaufähig sein, ohne dass eine groß angelegte Ausbaumaßnahme stattfindet? Solch eine museale Nutzung wird allen DresdnerInnen, Fernsehturmfans, Gegnern und AnwohnerInnen gerecht und ist eine echte Alternative zu diesem großtouristischen Projekt. Sie verdient eine eingehende Prüfung und nicht eine pauschale Ablehnung, wie im Ausschuss geschehen. Deshalb stimmen Sie daher unserem entsprechenden Ergänzungsantrag zu, der nichts verbaut, sondern einen anderen Weg prüfen lässt. Um es zum Schluss noch einmal deutlich zu sagen, wir entscheiden heute darüber, ob wir 50 Millionen Euro oder mehr in ein vielleicht ganz nettes, aber nicht wirklich notwendiges Prestigeprojekt zum temporären Vergnügen investieren und dafür dringend notwendige Investitionen in die Sanierung des Blauen Wunders oder für den Schulbau in der Schwebe lassen und noch dazu weite Teile der Hochlandbevölkerung außerordentlichen Verkehrsbelastungen, Sie haben es eben selber gesehen, und Unfallrisiken aussetzen wollen. Für eine allen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verantwortliche Politik sollte klar sein, dass wir das nicht wollen. Deshalb werden wir gegen diese Vorlage stimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Deppe. CDU-Fraktion ist an der Reihe. Frau Walter, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Dresdner Stadtrates, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Der Dresdner Fernsehturm am Elbhang, weithin sichtbar und unverkennbar in seiner schlanken, kelchartigen Form, zu der sich die Architekten Kurt Nowotny, Hermann Rühle und Johannes Braune von einem Sektglas inspirieren ließen, ist, so denke ich, für nahezu jeden Gebürtigen und auch für viele später im Leben hier angekommenen Dresdnerinnen und Dresdner eines der bedeutendsten Wahrzeichen unserer Stadt. Viele erinnern sich noch an ihre Besuche mit Eltern und Großeltern auf dem Dresdner Fernsehturm, an gemeinsam verbrachte Zeiten, an besondere Erlebnisse, an schöne Momente. Für mich persönlich bedeutet der Dresdner Fernsehturm Heimat. Bei jeder Rückkehr von einer Reise nach Ost oder West ist er für mich das unübersehbare Symbol, zu Hause zu sein. Nach der Wende Ende 1991 wurde der Fernsehturm für die Öffentlichkeit geschlossen. Seitdem gibt es immer wieder Bestrebungen, den Turm der Öffentlichkeit wieder zurückzugeben. Und tatsächlich zeigen auch die über 50.000 Unterschriften, an die uns die Vertreter des Fernsehturms nochmal erinnert haben, den klaren Wunsch sehr vieler Dresdnerinnen und Dresdner, den Fernsehturm wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 2008 befasste sich der Stadtrat mit der Wiedereröffnung des Turms und verwarf dies aus finanziellen Gründen. Engagements der Verwaltung, Engagements von Politikern und vor allen Dingen ein hohes bürgerschaftliches Engagement gab es seitdem einige. Aber das Geld dafür war auch in besseren Zeiten nicht im Haushalt zu finden. Großartiges haben die Mitglieder des Fernsehturmvereins geleistet. Mit Kompetenz, Ideen und Vision und immer im positiven Glauben an die Möglichkeit haben sie über viele Jahre für dieses Ziel gearbeitet und geworben. Vieles ist dort gedacht worden, was einige von uns als unmöglich oder zu utopisch ansehen. Ich persönlich denke, jeder von uns selbst entscheidet, wo er seine Grenzen des Möglichen zieht. Geld ist aber nun mal unbestritten in vielen Bereichen ein sehr realistischer und begrenzender Faktor. Auch wenn ich dabei nicht ungesagt lassen möchte, dass die Verfügbarkeit natürlich auch von der Prioritätensetzung abhängig ist. Insofern war es ein unwahrscheinlicher Glücksfall, dass ein bekannter sächsischer SPD-Bundestagsabgeordneter, nämlich Thomas Jug, 2018 es geschafft hat, die unglaubliche Summe von 12,8 Millionen für die Sanierung des Turms beim Bund zu beschaffen.
Der Freistaat und wir Stadträte beschlossen dann weitere 12,8 Millionen zur Verfügung zu stellen. Eine Summe, die viele gerade jetzt auch dringend benötigte Investitionen für die heimische Wirtschaft nach sich ziehen wird. Und diese Investitionen sind auch aus anderem Grund bitter nötig. Insbesondere im Schönfelder Hochland und den Zuspringerstraßen, auch im Stadtbezirk Loschwitz, besteht seit Jahrzehnten ein hoher Investitionsstau bei der Sanierung und dem Ausbau von Straßen, Ortsdurchfahrten, Gehwegen, Wanderwegen, Radwegen und beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Seit der Eingemeindung der Ortschaft Schönfeld-Weißig 1999 werden vertraglich, Herr Dr. Deppe, zugesicherte Leistungen in diesem Bereich Jahr für Jahr verschoben. Allein aus dem Eingemeindungsvertrag sind immer noch mehr als 50% aller vereinbarten Straßenbaumaßnahmen offen. Da reden wir noch nicht vom notwendigen Ausbau von Gehwegen und mittlerweile notwendigen Sanierung bestehender Straßen und Wege. Auch der bedarfsgerechte Ausbau des ÖPNV lässt auf sich warten. Ich kann auch viele andere Projekte nennen, wo wir dringend zum Zuge kommen müssen. Nun aber zu den zu beschließenden Vorlagen. Selbstverständlich müssen Anwohner nicht fürchten, dass sie in ein paar Jahren eine Autobahn zum Fernsehturm vor ihren Häusern haben. Auch dürfen sie sich auf die Unterstützung der CDU verlassen, wenn es darum geht, für die bürgerschaftliche Gemeinschaft, insbesondere in den betroffenen Ortsteilen unserer Stadt, die besten Lösungen zu finden. Wir wollen mit unserer Entscheidung heute, jetzt der Verwaltung, jedoch deutlich das Signal geben, sich auf den Weg zu machen. Dazu gehört auch eine von allen Seiten für Lösungen offene Kommunikation mit der Bürgerschaft. Im Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig habe ich hier bereits 2017 und mit Vehemenz bei jeder weiteren Möglichkeit deutlich gemacht, dass es nur mit direkter Beteiligung und umfassender Information der Bürgerinnen und Bürger vor Ort möglich ist. Ebenso haben wir auch schon sehr frühzeitig dazu uns positioniert, dass die Schwerpunktsetzung der verkehrlichen Erschließung auf dem ÖPNV und weiteren umweltverträglichen Verkehrsarten zu liegen hat. Bei der direkten Kommunikation hat der Oberbürgermeister auch noch Nachholbedarf. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort müssen mitgenommen werden. An die Zweifler und Kritiker möchte ich folgenden persönlichen Appell richten. Wenn ich als Schönfeld-Weißigerin in voller Kenntnis des Umfangs der durch die Landeshauptstadt Dresden schuldigen infrastrukturellen Leistung für unsere Ortschaft und nach allem, was ich in den letzten Jahren an Kämpfen dazu erlebt habe, mein Vertrauen dennoch darauf setze, dass dieses Herzensprojekt vieler Dresdnerinnen und Dresdner möglich ist, umzusetzen, und zwar so, dass es nicht zum Schaden, sondern vor allem auch zum Nutzen der Einwohnerinnen und Einwohner in Loschwitz und in Schönfeld-Weißig möglich ist, dann bitte vertrauen auch Sie, und zwar auf unsere eigene gemeinsame Kraft. Wir alle wissen um die Entscheidungs- und Eingriffsmöglichkeiten des Stadtrates. Und es ist falsch, die Menschen glauben zu lassen, dass wir nach grundlegenden Beschlussfassungen jegliche Verantwortung und Gestaltung an die Verwaltung unwiderruflich abgegeben haben. Sie und ich wissen das, dass es durchaus anders ist. Und dann lassen Sie uns heute bitte damit starten, Hindernisse wegzuräumen, Wege zu bauen. Dann können wir eines Tages hoffentlich gemeinsam auf dem Dresdner Fernsehturm unserem architektonischen Sektkelch mit einem Glas Sekt auf ein gelungenes Projekt mit Strahlkraft über unsere Stadtgrenzen hinaus anstoßen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Walter, AfD-Fraktion. Herr Laschinski, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Seit 1991 ist der Fernsehturm nun nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Am heutigen Tag hat der Stadtrat die historische Möglichkeit, durch die Zustimmung zu den vorliegenden Vorlagen ein neues Highlight für Dresden wieder besuchbar zu machen. Die Probleme der Reaktivierung des Fernsehturms wurden in den vergangenen Jahren intensiv und ausgiebig diskutiert. Gleichzeitig wurden aber auch die Potenziale erwogen. Das Resultat, die Wiedereröffnung des Fernsehturms für den Besucherverkehr, ist möglich. Durch die vom Bund und Freistaat bereitgestellten Mittel bietet sich ein Zeitfenster, das der Stadtrat nicht verstreichen lassen darf. Alle Umfragen und Meinungsbilder unter den Dresdner Bürgern weisen in eine klare Richtung. Der Fernsehturm soll wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Stadtrat sollte dieses klare Votum nicht einfach in den Wind schlagen. Die Diskussion um den Fernsehturm hat in den letzten Tagen und Wochen noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Es ist völlig legitim, für die eigene Position zu werben, seien sie nur pro oder contra Fernsehturm. Es ist richtig,
bestehen erhebliche Bedenken, inwieweit das Mobilitätskonzept ausreichend ist, die erwarteten Verkehrsströme aufzunehmen und eine wirtschaftliche Betreibung des Fernsehturms sicherzustellen. Es ist auch völlig klar, dass durch die Revitalisierung des Fernsehturms in Schönfeld-Weißig, einer bisher ruhigen Wohnlage, durch das sich erhöhte Verkehrsaufkommen Beeinträchtigungen entstehen werden. Der Stadtrat entscheidet aus einer gesamtstädtischen Perspektive und hat alle Belange zu berücksichtigen. Das Mobilitätskonzept bietet aus meiner Sicht einen guten Kompromiss, die verschiedenen Interessenslagen miteinander in Einklang zu bringen. Die nicht ausreichend schnelle Ertüchtigung der Verkehrszüge vor der Inbetriebnahme stellt zwar ein Manko dar und wird mit kurzzeitigen Belastungen für die Anwohner einhergehen, aber aus diesem Grund gänzlich auf die Wiedereröffnung zu verzichten, ist aus unserer Sicht, aus der gesamtstädtischen Sicht, nicht vertretbar. Die Maßgabe muss aber sein, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Auch die wirtschaftliche Betreibung des Fernsehturms steht in Frage. In den letzten Tagen wurde deutlich, dass kompetente Partner in den Startlöchern stehen, um gemäß Betreiberkonzept den Turm touristisch und gastronomisch zu bewirtschaften. Natürlich muss sichergestellt werden, dass der Fernsehturm nicht zum permanenten städtischen Zuschussobjekt wird. Aber immer nur in beständige Bedenkenträgerei zu verfallen, wird Dresden an keiner Stelle voranbringen. All jene, die vor der finanziellen Belastung durch die Reaktivierung des Fernsehturms warnen, wollen das benötigte Geld ja nicht einsparen, sondern an anderer Stelle für ihre jeweiligen Interessen ausgeben. Wenn ich vor der Wahl stehe, höhere Summen in die Kunst- und Kulturförderung zu stecken oder das Geld in ein breit getragenes öffentliches Highlight für Dresden zu investieren, ist meine Entscheidung klar. Ich plädiere klar für den Fernsehturm und deswegen werden wir heute hier dieser Vorlage auch zustimmen. Danke. Vielen Dank. Fraktion Die Linke, Herr Schollbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahren ist mit den Bauten der Ostmoderne vielfach ein frevelhafter, ein respektloser Umgang gepflegt worden. Ich darf hier etwa an die rücksichtslose Zerstörung des Fußgängertunnels am Neustädter Markt erinnern oder auf das Siechtum der Robotron-Kantine verweisen. Kritikwürdig ist auch die Strategie, Ensembles der Ostmoderne so lange herunterkommen zu lassen, bis sie als Schandfleck empfunden werden, um schließlich mit Forderungen nach einem Zurück in die barocke Vergangenheit aufzuwarten. Wir erleben das ja zum Beispiel am Neustädter Markt, wo die Fassaden bröckeln und viele Steinplatten auf den Platz gesprungen sind, und der Springbrunnen ein Bild des Jammers abgibt. Und auch der Dresdner Fernsehturm hat sich lange Zeit in negativer Weise in diese Art des Umgangs mit der Ostmoderne eingefügt. Zuerst wurde dieses beliebte Ausflugsziel für die Nutzung durch die Öffentlichkeit geschlossen. Und dann hat man darauf gesetzt, dass die Dresdnerinnen und Dresdner sich schon irgendwie damit abfinden werden. Das haben sie aber nicht. Und ich muss sagen, ich finde das ganz großartig, dass die Dresdnerinnen und Dresdner das nicht akzeptiert haben. Man muss, finde ich, nicht alles hinnehmen, nur weil es angeblich alternativlos oder zu teuer ist. Gerade in diesen Tagen wird ja immer wieder das finanzielle Argument bemüht. Und ich denke, eine Stadt, die sich den ökologischen und ökonomischen Irrsinn leistet, 800 intakte Wartehäuschen abzureißen. Eine Stadt, die Jahr für Jahr Steuergelder in sechsstelliger Höhe verschleudert für einen Skiweltcup mit Kunstschnee am Elbufer. Eine Stadt, die Kohle ohne Ende für ein überteuertes und klimaschädliches Verwaltungszentrum rausballert. Die dürfte sich wohl kaum darauf berufen können, dass kein Geld da sei, meine Damen und Herren. Und seien wir doch ehrlich, letztlich ist es immer eine Frage des politischen Willens. Und da gibt es die gute alte Volksweisheit, wo ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg. Und wir von der Linken bekennen uns dazu, klipp und klar, der Fernsehturm ist ein tolles architektonisches Dokument der Ostmoderne und wir
wollen und wir streiten dafür, dass er endlich aus seinem Dornröschenschlaf erweckt wird. 75% der Dresdnerinnen und Dresdner sehen das auch so und sprechen sich dafür aus, den Fernsehturm wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und deshalb ist es richtig, dass wir heute eine weitere wesentliche Weichenstellung genau in diese Richtung vornehmen. Und ich begrüße es auch ganz ausdrücklich, dass Bund und Land ihren Willen bekundet haben, uns bei diesen wichtigen Vorhaben aktiv zu unterstützen und bereit sind, sich in nicht unerheblichem Umfang an den Kosten zu beteiligen. Und gleichzeitig, und das will ich auch betonen, sollten aber auch die berechtigten Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner ernst genommen werden. Natürlich ist das auch eine Herausforderung für den hinsichtlich des entstehenden Verkehrs, und da sind natürlich der Stadtrat und die Stadtverwaltung auch entsprechend in der Pflicht, sich vernünftig mit Hinweisen, Kritik und Änderungsvorschlägen auseinanderzusetzen. Meine Damen und Herren, als ich selbst das letzte Mal oben auf dem Fernsehturm war, da gab es hier noch Sozialismus. Nun hat ja zu DDR-Zeiten nicht immer alles geklappt, aber das haben sie hingekriegt. Und inzwischen, meine Damen und Herren, befinden wir uns nun seit 30 Jahren im real existierenden Kapitalismus, und seit 30 Jahren mehren wir hier rum, und seit 30 Jahren ist dieses System gescheitert an einer ganz simplen Aufgabe, nämlich die Menschen auf den Fernsehturm hochzufahren und sie dort mit einer Eierschecke zu bewirten. Das ist ja nun wirklich bemerkenswert, und ich bin mal gespannt, wie lange es denn nun jetzt noch dauert, bis tatsächlich die Wiedereröffnung des Fernsehturms realisiert wird. Aber zumindest mal ist jetzt klar, welches System in der Fernsehturmfrage den Wettbewerb gewonnen hat. Ich werbe für Zustimmung zur Vorlage. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion Herr Engel, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, nach so einer Büttenrede ist es immer ein bisschen schwer, den Anschluss zu finden. Über die Definition von Herrn Scholbach bezüglich Sozialismus und seinen höchsten Zielen, da muss man vielleicht nochmal das Zwiegespräch suchen, aber das können wir gerne mal machen, finde ich durchaus faszinierend. Aber wenn ich schon beim Stichwort Faszination bin, die ist ja hier gerade in so manchem Redebeitrag sehr stark zu merken. Faszination für das Gebäude, Faszination für den Blick, Faszination für die Geschichte. Ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit mit meinem Vater ein Gespräch, der 1968, also noch ein Jahr vor der Eröffnung, die Möglichkeit hatte, als junger Mensch auch mal hoch auf den Fernsehturm zu können, noch damals über hölzerne Treppen, weil meine Großmutter mit an den Planungen zum Teil auch beteiligt war. Und natürlich hat auch gemeint, toller Blick, großartig, ganz andere Perspektive auf die Stadt, prima. Das will ich auch, glaube ich, niemandem hier im Raum streitig machen, wenn es da auch ähnliche Erfahrungen und Erlebnisse gibt. Der Punkt ist nur, kann diese Faszination das alleinige Kriterium bei so einer politischen Entscheidung sein? Und da sage ich, nein, das sollte es aus unserer Sicht nicht sein. Einerseits stellen natürlich viele Bürgerinnen und Bürger gerade aktuell die Frage, passt so ein Projekt in die Zeit? Ist das die richtige Prioritätensetzung? Stehen da nicht andere Dinge, andere Nöte auch der Stadt an einer anderen Stelle? Das ist die eine Frage. Und auf der anderen Seite werden natürlich viele Fragen auch gestellt hinsichtlich der Konsequenzen, der Rahmenbedingungen einer solchen Entscheidung. Wohin geht man dann zum Beispiel auch mit Blick auf die verkehrliche Fragen, die sich hier so stellen? Und für uns als SPD-Fraktion war immer klar, eine Wiedereröffnung des Fernsehturms darf es nicht auf dem Rücken der Anwohnerinnen und Anwohner geben. Leider können wir derzeit nicht erkennen, mit Blick auf das Verkehrskonzept, dass diese Bedingung so erfüllt ist. Ich möchte das auch kurz ein bisschen darlegen. Zum einen,
Uns ist nicht wirklich klar, auch mit Blick auf dieses ja schon auch recht ausführliche Verkehrskonzept, wie tatsächlich ein Parkchaos in Papritz verhindert werden soll, wie man das wirksam verhindern möchte, dass dort tatsächlich dann Zustände sich abspielen, die zu sehr, sehr viel Verdruss bei der Einwohnerschaft führen werden. Da ist nicht viel enthalten. Zum Zweiten, wir sehen aktuell auch nicht, dass die Verkehrsanbindung des Fernsehturms bis zu einer möglichen Eröffnung, in der Vorlage steht noch 25, ob das dann mal so wird, da würde ich ein kleines Fragezeichen dran machen, aber wir sehen aktuell nicht, dass wir die wesentlichen Bausteine bis dahin wirklich fertig haben. Und dann kommen wir in eine ganz, ganz schwierige Situation. Das will ich an der Stelle hier auch mal so aussprechen. Wir wissen alle natürlich, dass es ein gewisses Bedürfnis in der Dresdner Bevölkerung gibt, dort wieder mal hochzufahren. Das würde ich auch nie in Abrede stellen. Und dieses Interesse wird in den ersten ein, zwei Jahren mit Abstand am größten sein. Und dann kommen wir in eine Situation rein, wo wir eine nicht ausgebaute Verkehrsinfrastruktur haben, unter Umständen sogar noch Baustellen in der Umgebung, während der einige Verkehrsbauvorhaben, Blaues Wunder, Ullersdorfer Platz, Quoner Straße, ist eine lange Liste. Und dann kommt der große Schwall. Da müssen wir wirklich, glaube ich, auch aufpassen, auf was wir uns da politisch auch einlassen. Drittens, es gibt durchaus noch Fragen zur planungsrechtlichen Situation, Lage, Landschaftsschutzgebiet, das will ich ja alles gar nicht ausführen. Und viertens, und das ist aus meiner Sicht nochmal ein wesentlicher Punkt, wir haben auch eine Finanzierungsbasis für die Verkehrsanbindung hier auch gefunden, die aus Sicht unserer Fraktion nicht wirklich seriös ist. Wir wollen eine komplett neue Buslinie aus der Innenstadt führen, die Linie V1, tatsächlich klassisch öffentlicher Nahverkehr, die soll 860.000 Euro im Jahr kosten. Die Vorlage geht bisher in die Richtung, dass man sagt, das soll über den normalen TWD-Finanzausgleich zur DVB bewerkstelligt werden. Und da wissen wir hier alle im Raum, dieser Finanzausgleich ist gerade schon richtig massiv unter Druck. Und ich erlebe an verschiedenen Stellen Diskussionen, wo die Frage gestellt wird, ja, liebe DVB, guckt mal ein bisschen auf eure Kosten, wir wissen, wie wir das zukünftig hinbekommen. Und in so einer Situation sagen wir einfach, knapp 1 Million Euro jährlich obendrauf, macht mal. Das ist aus meiner Sicht kein wirklich seriöses Handeln. Und das ist auch eine Buslinie, die entspricht mit ihren Bedienstandards, 14 Stunden am Tag, mit auch ihrer konzeptionellen Einbindung in andere Verkehrskonzepte, nicht wirklich den Standards, die wir im Dresdner ÖPNV auch haben. Und aus unserer Sicht wäre es dann eigentlich eine ehrliche Lösung zu sagen, okay, wenn man das will, dann nimmt man es aber wirklich nochmal als eigenen Posten auch im städtischen Haushalt auf und sagt explizit, die DVB und den belasteten Finanzausgleich beziehen wir dort nicht ein. Und ja, man kann auch darüber nachdenken, ob man da nochmal in eine anteilige Finanzierung durch den Betreiber reingeht. Das ist rechtlich schwierig, der letzte genannte Aspekt, aber man kann es zumindest mal prüfen. Das haben wir auch in unserem Änderungsantrag angelegt. Dieser Änderungsantrag, der liegt Ihnen ja allen vor. Der war auch schon in den Ausschussberatungen ja durchaus Thema. Größtenteils ist es ja deckungsgleich. Wir würden an dieser Stelle schon gerne beantragen, diesen Änderungsantrag auch dann punktweise abzustimmen, sofern sich die Fraktionen da vielleicht differenziert verhalten wollen. Und es würde mich freuen, wenn wir da vielleicht noch mal ein paar Qualifizierungen auch der Vorlage vornehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben damit die Fraktionsrunde beendet. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Aschenbach hier vorliegen. Ich habe Sie aufgerufen, ich würde Sie dann als nächstes mit rein sortieren. Hallo. Dresdens Fernsehturm gehört zum Elbtal wie der Fluss und seine Wiesen. So heißt es in der Begründung dieser Verwaltungsvorlage und weiter. Die Wiederbelebung des Dresdner Fernsehturms als Kulturdenkmal und Wahrzeichen der Stadt ist eine Herzensangelegenheit der Bewohner Dresdens. Ich sage, der Dresdner Fernsehturm gehört zum Elbtal wie schwarzgebaute Brücken und Mülleimer am Elbradweg. Den Turm ins All zu schießen, ist eine Herzensangelegenheit der Bewohner Dresdens. 367 von ihnen wünschen sich den Turm auf dem Altmarkt.
Zunächst ein paar Worte zur wahnwitzigen Idee, den Fernsehturm als touristisches Ziel wiederzubeleben. 25 Millionen für die Sanierung plus 45 Millionen für die Infrastruktur. Um die fiktiven 200.000 Gäste jährlich anzukarren, soll der Quatsch kosten. Warum genau die 200.000 Menschen Bock drauf haben sollten, auf einen Huckel am Arsch der Welt zu fahren, bleibt unklar. Es ist wohl eine rührende Kindheitserinnerung, in der man bei Eierschecke vom Turm aus das Ende der DDR gesehen hat. Uwe Tellkamp berichtete, dass die gemeine Dresdner Familie wohl kaum regelmäßig x Euro pro Person fürs Aufzugticket hinblättert, um bei überteuerter Gastro das Systemende herbeizuschmatzen, versteht sich von selbst. Unsere Schnäppchenjäger hier im Stadtrat locken vermutlich die 19 Millionen von Land und Bund. Ich glaube ja, den Steuerzahlern ist es Rille, ob ihr Geld von Land, Bund oder Stadt verbrannt wird. Und dass dies auch dauerhaft der Fall sein wird, beschreibt sogar das eigene Entwicklungskonzept. Zum Glück gibt es viel bessere Vorschläge. So wünschen sich mindestens 367 Bürger den Fernsehturm auf dem Alpmarkt. Nicht nur die verkehrliche Anbindung, zentrale Lage und Nähe zum bewusstseinsveränderten Shopping-Erlebnis in der Altmarktgalerie sprechen dafür. Den Turm umgeschubst und die Segmente im Bürgerbeteiligungsevent von Hand durch die Stadt gerollert, ist die Umplatzierung kostengünstig umzusetzen. Und gut fürs Gemeinschaftsgefühl. Pegida und Co. könnten um den als Minarett untervermieteten Turm laufen. Und von oben durch zahlende Gäste bespuckt werden. Gestapelt wäre die Unterbringung einer Hundertschaft Bereitschaftspolizei denkbar. Das verkürzt Anfahrtswege und schont die Umwelt. Sie sehen, die Nutzungs- und Kommerzialisierungsmöglichkeiten sind unendlich. Ich persönlich plädiere für eine andere, viel visionärere Nutzung des Fernsehturms. Als Rakete. Mit der ortsansässigen pyrotechnischen Kompetenz jagen wir das Ding einfach in die Luft und Dresdens Oberbürgermeister nascht öffentlichkeitswirksam die erste Eierschecke im Weltall. Der Werbewert dieser Fernsehturmnutzung entspricht mindestens 57 Skiweltcups. Hurra! Also lassen Sie bitte ab von Ihren wahnwitzigen Wiederbelebungsfantasien, lehnen Sie diese Vorlage ab und wenden Sie sich vernünftigen Alternativen zu. Danke. Ich habe jetzt in der Reihenfolge Herrn Genschmal, Herrn Dr. Deppe und Herrn Schmählich. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Damen und Herren, Herr Aschenbach, Hut ab, das erste Mal das gemacht, warum Sie gewählt wurden, Comedy, ich konnte sogar auch ein bisschen lachen, aber bis jetzt war es, was Sie sonst gesagt haben, eher peinlich. Herr Schollbach, bei Ihnen, ja, in der DDR war nie alles schlecht und aus dem Grund sind die Freien Wähler auch zu 100% für die Wiedereröffnung des Fernsehturms und jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, ernsthaft zu der Sache. Ich glaube, dass der Fernsehturm und wir alle eine einmalige Möglichkeit haben, mit der Eröffnung des Fernsehturms ein Zeichen zu setzen, gerade auch in diesen Zeiten diese Stadtgesellschaft wieder mal zu vereinen. Ich glaube, wir hatten damals die Chance, das mit der Waldschwestenbrücke zu erzielen. Dort gab es mal ein Bürgerbegehren, wo 75%, Steffen, du wusstest, 75%, waren es 74%, 75% der Bevölkerung dafür gestimmt haben. Wir hatten ein demokratisches Vorgehen bei dieser Vorlage. Es gab am Ende trotzdem wieder welche, die dies nie akzeptiert haben. Ich glaube, dass die Bereitschaft für die Wiedereröffnung des Fernsehturms mindestens genauso hoch sein wird. Thomas Jörg von der SPD, schon mehrmals angeführt, ist auch wieder so ein Beispiel, wie verschiedenste politische Akteure sich für diesen Turm und für die Wiedereröffnung des Fernsehturms eingesetzt haben. Frau Walder als jemand, die sehr intensiv dort im Hochland aktiv ist, hat eigentlich für mich den inhaltlich
ja, rundesten Beitrag geleistet, weil sie natürlich auch die Sicht für die Anwohner haben, die wir genauso haben. Natürlich ist die Anliegen der Anwohner sehr wichtig. Ich glaube aber, und das werden die meisten sein, die dann ganz laut schreien, es gab viele, ich habe auch mit Anwohnern gesprochen, die wohnen seit zig Jahren dort am Fernsehturm und die sagen, für uns war es klar, dass die Dresdner irgendwann den Fernsehturm wollen, dass er wieder eröffnet wird. Und dann gibt es Leute, die haben nach 91 dort oben ein Grundstück gekauft und dachten, das Ding wird nie wieder eröffnet. Und auf einmal, puff, wollen die bösen Dresdner, die Mehrheit, diesen Fernsehturm wieder eröffnet haben. Und diese Abwägung zu sagen, wir haben hier ein Grundstück erworben auf einer wunderschönen Lage, aber dort steht auch ein Objekt und es ist naheliegend, dass die Stadtgesellschaft früher oder später möchte, dass dieser Turm wieder eröffnet wird. Und das ist unser gemeinsames, so muss unser gemeinsames Ziel sein, allen, auch den dort vor Ort Ansässigen, zu sagen, man hat unsere Bedenken wahrgenommen, aber gleichzeitig verlange ich auch von denen zu verstehen, dass dort ein Denkmal steht. Und zum Herrn Deppe möchte ich sagen, es gab mal einen Geschäftsführer, weil Herr Deppe gesagt hat, glaubt nicht, dass dieser Fernsehturm Leute anzieht. Es gab mal einen Geschäftsführer bei Dynamo, der hat mal gesagt, oder einen Satz geprägt, Dresden ist anders. Und ich werde Ihnen sagen, dieser Turm wird seine Gäste finden, auch nach 2 Jahren. Meine Eltern sind mit uns sehr regelmäßig, damals immer mit einem Westbesuch dort hochgegangen. Wir haben lange gestanden und ich hatte die einmalige Gelegenheit von einem Freund, die Frau war dort oben Kellnerin. Ich war im Juni 91 einer der letzten Gäste. Wir haben zugeschlossen und haben dann noch die Kühlschränke leer gegessen. Ich wollte jetzt schon das vulgäre Wort sagen. Und ich hätte mir damals nie vorstellen können, dass der Fernsehturm 30 Jahre geschlossen wird, weil dieser Fernsehturm gehört zu Dresden, wie die Semperoper, wie der Zwinger, wie Dynamo und genauso dieser Stadtrat. Und wir sollten das alles ein bisschen rund machen, alle Bedenken mitnehmen, aber am Ende uns gemeinsam für die Wiedereröffnung des Fernsehturms einsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Deppe. Ja, Herr Zastrow, es wird jetzt viel gesagt, die Dresdner und die Dresdnerinnen wollen den Fernsehturm wieder eröffnet sehen. Wer sind die Dresdner und Dresdnerinnen? Ich denke, wir machen immer wieder solche Vereinfachungen in der Politik, dass wir einfach sagen, die Bürgerinnen und Bürger sind irgendwie so eine amorphe Masse und die sind entweder für oder gegen. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen in der Stadtgesellschaft zum Fernsehturm. Ich glaube Ihnen ja gern, dass es da Umfragen gegeben hat, die dann eben sagen, 75% der Menschen wollen ihn wieder eröffnet haben. Aber diese Umfragen sind gemacht worden zu einem Zeitpunkt, als es noch kein Preisschild dafür gab. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema. Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Wenn man den Menschen sagt, dass dieses Preisschild, das auf diesem Preisschild, sagen wir mal, 50 Millionen stehen. Ich will ja gar nicht die 90 Millionen vom Herrn Joos nehmen. Wenn man den Leuten sagt, dass auf diesem Preisschild 50 Millionen steht, dann bin ich nicht mehr sicher, dass das 75% der Dresdnerinnen und Dresdner sein werden, denen das diese 50 Millionen wert ist. Ne? Gut, ja, jetzt lassen wir das mal so stehen. Ich möchte noch was anderes, wenn ich jetzt hier noch mal am Pult stehe. Ich möchte nämlich noch etwas zu unserem Änderungsantrag zum Verkehrskonzept sagen. Und da sind wir auch wieder beim Geld. Herr Engel hat das ja auch schon gesagt, das ist ja auch im SPD-Antrag drin. Es gibt dort eben diese Zubringerbuslinie als Teil des Verkehrskonzepts. Und diese Zubringerbuslinie, die soll 860.000 Euro im Jahr kosten. Gut, da muss man nun sagen, was soll diese Zubringerbuslinie tun? Diese Zubringerbuslinie soll Menschen dort zum Fernsehturm hinfahren und nichts anderes. Das ist der einzige Zweck dieser Buslinie.
Und da sagen wir, wenn das jetzt 860.000 Euro sind, die jetzt eben von der Stadt gezahlt werden sollen oder über TWD, dann ist das eine kaum kaschierte Dauersubvention des ganzen Projektes. Und da wird immer erzählt, die Stadt macht jetzt hier nur so eine Anschubfinanzierung, eben über diese Baukostenbeteiligung, 6,4 Millionen Euro und dann vielleicht noch ein bisschen Planungskosten. Und das war's dann. Nein, das ist es eben nicht. Es findet hier wirklich eine Dauerfinanzierung mit einer knappen Million pro Jahr statt. Und da sagen wir, das kann es nicht sein und da sollten wir sauber sein. Und deshalb stellen wir eben den Änderungsantrag, dass diese 860.000 Euro oder was immer das dann kostet, dass die bitteschön vom Betreiber des Fernsehturms gezahlt werden sollen. Ne? Da kann das dann umlegen auf die Eintrittsgebühr, wie auch immer. Ne? So sollte das sauber laufen. Also von daher, auch diejenigen, die jetzt hier für den Fernsehturm stimmen werden, sollten sich das doch vielleicht nochmal überlegen, ob das dann nicht wirklich die saubere Lösung wäre, wenn Sie dort unserem Änderungsantrag zustimmen. Ich möchte jetzt nochmal kurz zum SPD-Änderungsantrag sagen. Also da ist ja schon punktweise Abstimmung beantragt. Wir können dem Punkt 1 gerne zustimmen. Wir sehen auch, dass eben hier noch gehörige Fragen an die Genehmigungsfähigkeit des ganzen Projekts zu stellen sind, die vorab geklärt werden müssen, also Zustimmung zu Punkt 1. Punkt 2 des SPD-Antrags, da ist unser Antrag weitergehender, also von daher sollte der vielleicht auch zuerst abgestimmt werden. Und zu dem Punkt 3 des SPD-Änderungsantrages, dem können wir auch zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt Herrn Schmählich, Herrn Wirz und Herrn Zastrow noch auf der Liste. Herr Schmählich, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, klar ist, in diesem Stadtrat geht es oft hart, aber selten fair zu. Und trotzdem haben wir auch hier einen Faktencheck. Und das ist mein Beitrag, den ich zu der ambitionierten Fernsehturmdebatte jetzt leisten möchte. Herr Sastro, bekanntermaßen haben Lügen kurze Beine, aber auch Falschbehauptungen haben Sie. Deshalb möchte ich Sie damit konfrontieren, dass Sie vorhin in Ihrem Beitrag versucht haben, die sachlichen Einlassungen des Sprechers der Bürgerinitiative dadurch zu diskreditieren, dass Sie behauptet haben, er habe eine E-Mail in Umlauf gebracht, in denen Ihnen unterstellt wurde, Teil eines Gastronomiekonsortiums zu sein. Das haben Sie hier behauptet, wahrscheinlich mit der klaren Zielstellung, damit auch sozusagen den Stil der BI zu diskreditieren. Ich gestatte mir einfach jetzt, weil er sich natürlich nicht wehren kann im Rahmen dieser Debatte als Gastredner hier in diesem Stadtrat, Ihnen kurz diese Erklärung vorzulesen, die folgendermaßen heißt: Ich, Markus Joos, Vertreter der BI Fernsehturm Dresden, möchte erklären, dass die von Herrn Sastro erwähnte E-Mail mit den Anspielungen auf seine Person nicht von mir verfasst wurde und auch nicht die Ansicht der BI widerspiegelt. Der Verfasser der E-Mail ist mir nicht bekannt. Wenn Sie jetzt diese Information haben, Herr Sastro, wäre es an der Zeit, sich zu entschuldigen. Vielen Dank. Herr Wirz, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Deppe, Sie müssen vorsichtig sein. Es gibt sicherlich gute Argumente, um den Fernsehturm als, will man sagen, nicht so gut zu finden. Und es gibt aber auch viele schlechte Argumente. Und es gibt vor allen Dingen auch viele schlechte Argumente, die sich dann auch noch widersprechen. Weil Sie können eins nicht tun. Sie können nicht sagen, diese Investition in diesen Fernsehturm ist umsonst, weil dort niemand hinkommt, und dann gleichzeitig ein Verkehrschaos an die Wand malen, weil das passt nicht zusammen, das passt nicht übereinander. Was aber eigentlich überhaupt nicht geht und wo ich auch sage, da verrennen sich Grüne und Sozialdemokratie vollständig, ist dieser Ergänzungsantrag zu sagen, der öffentliche Personennahverkehr, der ÖPNV, der vielbeschworene, soll dort bitte von Betreibern oder vielleicht von Fahrgästen getragen werden. Das ist das Zugeständnis im Prinzip an die Nachhaltigkeit auch dieses Ausflugsziels dort, weil die Alternative wäre auch,
wir verzichten drauf, weil es gibt vielleicht mal Tage, wo das sehr gebraucht wird, wo die Buslinie sehr ausgelastet ist, es gibt Tage, wo es nicht ausgelastet ist und sagen, dann sollen die Leute doch mit dem Auto hinfahren. Ist das das, was Sie wollen? Ich glaube es nicht. Und ich habe überhaupt keine Lust, hier in eine Rutschbahn zu kommen, dass wir dann im Prinzip demnächst bei allen möglichen Buslinien entscheiden, ob die sinnvoll ist oder nicht und die Leute bevormunden, ob sie dorthin fahren oder nicht. Wir sind für eine gleichberechtigte Teilhabe, auch am im Prinzip Ausflugsgeschehen in Dresden und wollen das überhaupt nicht in Frage stellen, dass dann vielleicht dann der Autofahrer doch wieder privilegiert ist oder nicht. Insofern ist auch dieses Verkehrskonzept nicht auf Straßenbau zu reduzieren, sondern es enthält solche bejahenswerten Dinge, wie zum Beispiel auch die Entspannung am Ullersdorfer Platz und im Prinzip durch die Verlagerung der Gleisschleife und die Entspannung dort. Auch das ist Bestandteil dieses Verkehrskonzeptes und auch dafür sind Millionen dort eingeplant und auch dafür im Prinzip ist es sinnvoll, weil diese Maßnahme muss sowieso kommen. Und gerade dieser gordische Knoten hier aufzulösen, diesen Druck noch zu erzeugen, ist eigentlich gerade günstig, weil wir da endlich mal auch diese gezwungen werden, diese Problempunkte anzugehen und sie auch nachhaltig anzugehen und zu lösen. Insofern würde ich es auch nicht so reduzieren. Insofern lehnen wir auch diesen Änderungsantrag ab. Das nächste, was im Prinzip vorgetragen worden ist seitens der Grünen, man könnte im Prinzip irgendwie so ein bisschen Öffentlichkeit auf dem Fernsehturm bringen. Diese Fernsehtürme sind also bautechnisch nicht unriskant, deswegen ist auch mal geschlossen worden. Die Brandschutzanforderungen, die stehen. Wir haben das 2000 und 2007 beim Fernsehturm in Moskau gesehen, Ostankino, der in Brand geraten ist und dort hat die Feuerwehr alle Hände voll zu tun gehabt, dort eben damals in 450 Metern Höhe im Prinzip einen Brand zu löschen. Das ist jetzt hier in Dresden nicht ganz so hoch, aber die Qualität ist die gleiche. Sie müssen dort alle möglichen Vorkehrungen treffen. Da ist es vollkommen egal, es ist vollkommen gleichgültig, ob Sie dort zum Besucherverkehr mit 10 Leuten am Tag oder ob Sie das mit 1000 Leuten am Tag machen. Es sind die gleichen bautechnischen Anforderungen. Insofern sind die abzuarbeiten und da gibt es überhaupt keinen Kredit oder überhaupt keinen Nachlass, sondern diese Bedingungen müssen erfüllt werden. Insofern können wir auch dem nicht zustimmen. Noch eine Bemerkung zu Herrn Aschenbach, was den Fernsehturm am Altmarkt betrifft. Ich möchte hier frühzeitig zu Protokoll geben, dass ich persönlich einen zusätzlichen Hochpunkt im Stadtzentrum höchst kritisch sehe. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz, Herr Zastrow und einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Hanning. Ja, sehen Sie es mir nach, jetzt mache ich mich unbeliebt. Ich meine, dass alle Argumente ausgetauscht sind. Das letzte neue Argument, was wir gehört haben, war die Idee, Herrn Oberbürgermeister Hilbert auf der Brücke des Fernsehturms ins All zu schicken. Ich beantrage Ende der Debatte. Und ich erinnere daran, dass wir immer noch Corona haben und dass wir uns eigentlich hier kurz halten wollten. Gibt es Gegenrede dazu? Ich denke, Frau Mahl. Entschuldigung. Ja. Nach meiner Entschuldigung. Also wir haben im Moment zwei Personen auf der Rednerliste, Herrn Zastrow und Herrn Engel. Herr Genschmann? Dann konkretisiere ich es, dann machen wir Ende der Rednerliste. Machen wir Ende der Rednerliste, also zwei Personen sind noch drauf. Wer für den Geschäftsordnungsantrag für Ende der Rednerliste ist, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ich denke, es ist eine klare Mehrheit für das Ende der Rednerliste gewesen. Und wir haben dann noch Herrn Zastrow jetzt und Herrn Engel. Herr Zastrow, bitte. Ja, Herr Kollege Schmählich, ich soll mich entschuldigen. Ich lese Ihnen mal was vor. Sie sagen mir dann, Sie sind ja ein bisschen älter als ich mit Ihrer Lebenserfahrung, ob ich mich entschuldigen soll. Oder vielleicht der Kollege Schollbach als Jurist sagt mir hinterher, was er mir empfehlen würde, vielleicht juristisch zu machen. Ich bin da nicht so firm, aber manchmal habe ich so Lust, vielleicht, wie Herr Löser das in seinem Fall seiner Verleumdung gemacht hat, vielleicht, ich weiß nicht, also ihr könnt mal zuhören. Ich zitiere aus einer Rundmail, die ich nicht bekommen habe, die kein Mitglied der FDP-Fraktion bekommen hat, aber die ganz viele andere Mitglieder dieses Stadtrates bekommen haben. Sehr geehrte Damen und Herren der CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Ich könnte auch sagen, sehr geehrte Damen und Herren der AfD-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Auch Freie Wähler haben es bekommen. Wer sonst noch, weiß ich nicht. So, sehr geehrte, jetzt lese ich mal einen Teil vor. Anhängend an diese E-Mail möchten wir Ihnen einen offenen Brief überreichen, den unsere Bürgerinitiative, die sich kritisch mit der Wiedereröffnung des Fernsehturms auseinandersetzt,
morgen publik machen wird. Wir möchten Sie bitten, den darin geäußerten Gedanken, Raum zu lassen und Ihre Entscheidung zur Zustimmung zum VMK bzw. zum LOI gut zu bedenken. Wir bitten Sie auch, auf den sonst üblichen Fraktionszwang bei diesen Abstimmungen zu verzichten und jedem der Stadträte es allein anheimzustellen, diesem unsicheren Projekt bereits jetzt vor Prüfung aller Rahmenbedingungen seine Zustimmung zu geben oder auch nicht. Dann kommt der Passus, den ich vorhin schon vorgelesen habe. Na, die Stadt konnte bis heute keinen Betreiber, der Zastro will sich bereichern, die Nummer kennen Sie schon und es geht dann weiter. Wir laden Sie wiederholt gern ein, sich die Lage, die wir im anhängenden Brief beschrieben haben, gern vor Ort anzusehen und mit uns zu diskutieren. Mit freundlichen Grüßen, BI Fernsehturm Dresden. Absender ist, kenne ich jetzt nie, oberwachwitzer@web.de. Vielleicht aus der Grünen Fraktion, Sie haben ja beste Kontakte, wer ist oberwachwitzer@web.de? Fakt ist das, jemand, die offiziellen Dokumente, den offiziellen offenen Brief, der auch offiziell den Journalisten vorgestellt worden ist, hier verschickt hat. Mensch, da bedient sich ja jemand, Herr Jus, Ihrer Bürgerinitiative völlig fälschlich? Kann das sein? Ich hatte am nächsten Tag keine Anrufe von meinen Kollegen hier, sondern von Journalisten, die alles sagten, Herr Zastro, aha, ist das so? Na, ein Stück Wahrheit wird da dabei sein. Wissen Sie, wie schoflich das ist? Was das für eine Sauer von der Sauerei ist? Ich bin echt fassungslos, meine Damen und Herren. So kann es nicht gehen. Bei allen Unterschieden, die wir dazu haben und wo wir als FDP stehen, ist bekannt, das ist das Niveau, was wir nicht dürfen. Und wir haben es jetzt heute nicht das erste Mal, sondern wir hatten es immer wieder. Bei Frau Dagen ist es anders geendet und viele kennen diese Erfahrung. Und Sie sind eine Bürgerinitiative, Sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Das steht hier. Ich habe es nicht Ihnen vorgeworfen, ich habe es der Bürgerinitiative vorgeworfen. So, ich weiß nicht, ob man da juristisch was machen kann. Ich bin mir ein bisschen unsicher, aber vielleicht nehme ich mal Beratung in Anspruch, weil irgendwann reicht es mir auch. Ich bin viel gewohnt, Herr Schmählich, seit vielen Jahren. Mich macht das wirklich alles nie besonders an. Aber irgendwann ist es auch mal gut, weil der Schwachsinn treibt ganz schöne Blüten. Das dazu. Sie können mir dann nochmal sagen, ob ich mich entschuldigen soll. So, Herr Dr. Deppe, das ist zu billig. Also, da bin ich von Ihnen und von den Grünen ein anderes Niveau wirklich gewöhnt. Also jeder Ihrer Vorschläge hat nur ein Ziel, nämlich den Turm zu verhindern. Und da kommt jetzt echt im Sitzungstakt eine neue Idee hervor. Das war diese fantastische Idee, wir machen da ein Radiomuseum oben rein, wo dann nur so 10 Leute kommen. Wissen wir alle, dass es das nicht ist. Und genau das ist das, was Sie jetzt mit den 860.000 Euro erzählen, stimmt ja auch nie. Wir haben ja auch Einnahmen. Das ist auch ein Stück weit Teil des ÖPNV, der neuen Erschließung, die wir oben machen wollen. Das können Sie so nie behaupten. Im Übrigen, der gesamte ÖPNV, die gesamte Dresdner Verkehrsbetriebe AG ist hochsubventioniert. Und wenn wir jetzt anfangen, lieber Herr Dr. Deppe, können wir machen. Ich bin sehr für Bürgerentscheide, für ganz viele. Aber bei jedem beliebigen Projekt, da fällt jedem von uns was ein, wüsste ich, dass die Zustimmung der Dresdner, wenn wir die Dresdner wirklich fragen würden, kritisch ist. Beim Verwaltungszentrum, klar, ob die Mehrheit der Dresdner fürs Verwaltungszentrum sind, auch wenn sie wissen, was es kostet, auch wenn sie nicht wissen, was es kostet, weiß ich nicht. Ob die für die Robotron-Kantine sind, okay. Ob sie für Hellerau sind, also da hat jeder so seine Sache. Es ist unsere Verantwortung, Herr Schollbach hat das schon richtig gesagt. Wir müssen hier im Stadtrat entscheiden, wo wir Schwerpunkte setzen, was auch eine Mehrheit hier in diesem Gremium findet. Wir können auch gerne mal einen Bürgerentscheid machen, auch keine Frage. Aber ansonsten ist das unsere Aufgabe als Politiker und das ist zu einfach. Da können wir uns dann gegenseitig die Projekte vorhalten. Ich glaube, das hilft nie weiter. Was wir alle wissen, Herr Dr. Deppen, glauben Sie es mir, als Dresdner kann ich Ihnen das sagen, der Fernsehturm ist schon ein herausragendes Projekt für viele, viele Einwohner dieser Stadt. Das hängt mit der Geschichte zusammen, das hängt doch mit ein bisschen guter DDR-Nostalgie zusammen, weil das eben auch etwas ist, auf das wir stolz sein können. Das ist damals entstanden und steht noch heute wie eine Eins am Hang. Und wir alle freuen uns, dass es so hängt. Und wenn ich die A17 runterfahre, das Erste, was ich von dieser Stadt sehe, ist der Turm gleich hinter der Grenze.
Und ich finde das gut, und das ist emotional, für mich ist es das. Nicht für alle, aber für mich ist es das. Für manche ganz Junge ist es das nicht mehr. Für manche, die erst später gekommen sind, ist es das auch nicht mehr verständlich. Aber glauben Sie mir eins, es ist für sehr, sehr viele ein wichtiges Thema. Lass es nicht 75 sein. 60 sind es bestimmt, meine Damen und Herren. Sie haben gekämpft. Die Position ist auch einzusehen. Man muss sich nicht immer einig sein. Aber ich glaube, machen wir Schluss und fangen wir an, das Ding zu bauen. Danke. Vielen Dank. Herr Engel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch mal ganz kurz auf Herrn Wirz eingehen. Also zum einen beim Thema Altmarkt bin ich mit Ihnen einer Meinung. Wir haben uns hier gerade vor kurzer Zeit zu geschnittenem Pflaster durchgerungen, das jetzt wieder aufzureißen und dann einen Turm hinzubauen. Das hätte, fände ich finanzpolitisch auch zweifelhaft. Aber ich glaube, um mal ein bisschen auf den Kern zu kommen. Ich glaube, da müssen Sie schon ein bisschen noch mal im Detail gucken, was in den einzelnen Änderungsanträgen eigentlich so drinsteht. Bei uns steht im Kern, Finanzierung durch einen Betreiber möglich ist. So, das ist sehr weich, nimmt eine Diskussion auf, die tatsächlich auch im verkehrspolitischen Kontext sehr regelmäßig geführt wird, nämlich die Frage Nutzen dieser Finanzierung. Eben zu gucken, wie nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNVs, nicht nur die öffentliche Hand, sondern eben auch Leute, die mittelbar davon profitieren, einen gewissen kleinen Beitrag beisteuern können. Um mehr geht es da nicht. Ich glaube, an dem Punkt bietet es sich mal an. Und es ist, glaube ich, auch nicht sachgerecht, eine Buslinie, die tatsächlich eher so einen Expresscharakter haben wird, die sehr beschränkte auch Taktzeiten haben wird, die tatsächlich in einen Topf zu hauen mit dem kompletten bestehenden ÖPNV-Angebot. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal sagen und ich glaube, wir tun auch gut dran, die Sache jetzt hier abzuschließen. Danke. Vielen Dank. Wir haben damit die Debatte beendet und treten in das Abstimmungsverfahren ein. Wir hatten uns darüber verständigt, dass wir zunächst den Tagesordnungspunkt 11 abstimmen, dann in Punkt 10. In Punkt 11 gibt es zwei Änderungsanträge der SPD-Fraktion und Bündnis 90 Die Grünen. Zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion war beantragt worden, die drei Punkte punktweise abzustimmen. Ich sehe dazu keine gegenteilige Auffassung, also treten wir zum Tagesordnungspunkt 11 in die Abstimmung und beginnen mit dem Änderungsantrag SPD, und zwar den Punkt 1. Wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen, bitte ich Sie ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ich bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Punkt ist bei 8 Ja-Stimmen, 43 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen abgelehnt. Und ich rufe den Punkt 3 des Änderungsantrags der SPD auf und bitte uns ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Enthaltung? Dieser ist bei 31 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen ohne Enthaltung bei Stimmengleichheit auch abgelehnt. Wir kommen dann zum Änderungsantrag Bündnis 90 Grüne. Bitte Sie hier um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen.
Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 15 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht und ich bitte Sie hier um das Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Diesem ist bei 43 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen ohne Gegenstimme zugestimmt. Damit ist die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 11 abgeschlossen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Hier haben wir zunächst den Ergänzungsantrag Bündnis 90 Grüne und ich bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Gut, dann nochmal die Gegenstimmen. Die Gegenstimmen. Und die Enthaltung. Gut, also dadurch, dass die Zählung ein bisschen durcheinander ging, haben wir noch gar nicht zählen können. Also wir rufen nochmal die Ja-Stimmen für den Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen auf. Enthaltung? Bei 15 Ja-Stimmen, 41 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ist das abgelehnt. Im federführenden Ausschussbericht haben wir noch ein Datum drin, Ende September 2020. Das wird, glaube ich, nichts werden. Angesichts der Rahmenbedingungen und Ferien würde ich hier vorschlagen, wir tauschen einfach die Jahreszahl aus. Ende September 2021, weil die nächsten Wochen ist eh nichts, dann sind Ferien, dann ist es nach den Ferien. Dann Bericht die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Diesem ist bei 43 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt worden. Damit haben wir auch die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 10 absolviert. Und 10 ist die passende Zahl, um auf die Uhr zu schauen. Wir haben gleich 10 Uhr abends, also 22 Uhr. Wir sind für heute soweit durch. Und setzen morgen mit den Beratungen um 15 Uhr an derselben Stelle fort. Einen schönen restlichen Abend. Kommen Sie gesund und munter nach Hause und bis morgen.